Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Ich hoffe, ihr genießt die Osterfeiertage mit euren Lieben und eurer Familie und könnt euch ein bisschen erholen. Bevor ich jetzt in dieses Video starte, möchte ich euch noch eine Kleinigkeit mitteilen, und zwar geht es um das Abonnieren eines Kanals. Seither war es ja so, hat man die Glocke neben dem Abonnieren-Button geklickt, hat man immer eine Nachricht bekommen, wenn ein neues Video online war. Jetzt gab es in den letzten Wochen oder sogar Monaten da ein bisschen Unsicherheit, es hat einfach nicht mehr so richtig funktioniert. Und YouTube hat sich da jetzt eine neue Funktion überlegt. Und zwar ist es jetzt so, wenn ihr auf diese Glocke klickt, könnt ihr unter den Optionen alle auswählen. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr dieses alle angeklickt habt, jedes Mal eine Nachricht, dass ein neues Video online ist. Wenn ihr das nicht macht, könnt ihr dann nicht sicher davon ausgehen, dass ihr benachrichtigt werdet. Also denkt dran, klickt unter der Glocke, unter den Optionen alle an, dass ihr immer auf dem aktuellen Stand seid, was bei mir online gestellt wird. In dem Livestream, den wir im Dezember gemacht haben, konntet ihr ja mir eure Fragen stellen. Und da haben einige danach gefragt, ob ich nicht mal ein paar Räume unseres Hauses zeigen könnte. Und da wir vor einiger Zeit unseren Flur umgestaltet oder neu gestaltet haben, habe ich gedacht, jetzt passt es richtig gut ins Frühjahr. Vielleicht dient es euch auch als Inspiration, zu zeigen, wie man aus so einem kleinen, unbedeutenden Flur so einen kleinen Hingucker machen kann. Und ich werde euch da jetzt mitnehmen und euch zeigen, wie wir das gemacht haben. Die Aufnahmen sind jetzt nicht gerade von gestern, die sind schon, liegen ein bisschen länger zurück, denn ich hatte schon länger vor, euch dieses Makeover zu zeigen, hat aber nie so in den Drehplan gepasst. Also, aber heute kriegt ihr das jetzt zu sehen, dann kommt mal mit in den Flur. Wir stehen hier jetzt in unserem kleinen Flur, und klein heißt wirklich maximal 2 auf 3 Meter groß. Denn das Haus, in dem wir leben, war ursprünglich mal ein Zweifamilienwohnhaus, und deshalb waren die Räume auf jeder Etage relativ klein. Auf einer Etage hat eine Familie gelebt, und deshalb ist auch dieser Flur nur sehr klein gehalten. Jetzt standen wir vor der Herausforderung, aus diesem kleinen Flur einen Bereich zu machen, der auf der einen Seite funktionell ist, das heißt, wir wollten eine Garderobe unterbringen, und auf der anderen Seite sollte er doch auch ein bisschen Behaglichkeit ausstrahlen, dass man auch mal hier steht und vielleicht mit Gästen noch plaudert. Und das war jetzt gar nicht so einfach, aber da kam uns die Idee, dass wir das Ganze doch mit dem amerikanischen Beadboard gestalten könnten, und das haben wir auch getan. Und ich muss sagen, ich bin von dem Ergebnis richtig begeistert und angetan. Und zuerst dachte ich, ob das so einfach ist, ob man das selber hinbekommt, dieses zu installieren. Aber ich muss sagen, mit ein bisschen handwerklichem Geschick ist es gar nicht schwierig, und ihr dürft mir jetzt dabei zuschauen oder uns dabei zuschauen, denn ich hatte Hilfe von meinem Mann, wie wir das Ganze dann gemacht haben. Ursprünglich war der ganze Flur mit ganz einfacher Raufasertapete von oben bis unten tapeziert und sogar weiß gestrichen. Also das war wirklich fast schon ein bisschen Krankenhausatmosphäre, einfach unfreundlich und ein bisschen kühl. Wir haben dann diese Wandfarbe abgetönt und eben dann im unteren Bereich dieses Beadboard-System angebracht. Das Beadboard-System, das funktioniert wie so ein Baukastensystem aus 5 Teilen. Die Grundlage ist diese große Wandplatte. Das sind also keine einzelnen Bretter, die aneinander geleimt werden, sondern das ist ein MDF-Material, und diese Fugen sind nur eingefräst, und deshalb kann man das Ganze auch ganz einfach auf Länge dann mit einer Kreissäge oder mit einer Tauchsäge kürzen und auf seine individuellen Bedürfnisse anpassen. Hier der zweite Teil ist dann diese Fußbodenleiste. Das Coole daran ist, wir hatten ja zuerst eine Sockelleiste aus Fliese, und die haben wir einfach damit überdecken können. Und dann geht es hier oben weiter. Hier hat man dann auch nochmal so ein Abschlussbrett, auch schon mit dieser schönen Fräsung versehen. Und ganz oben drauf kommen dann quasi als Sims, auf dem ihr dann auch schön dekorieren könnt, nochmal so ein breiteres Brett mit einer abgerundeten Kante, und hier unten wird einfach nochmal so eine Hohlkehle angebracht. Und das Tolle dabei ist, dass diese ganzen einzelnen Teile nicht geschraubt werden müssen, sondern geklebt werden können. Und deshalb ist es auch wirklich für jeder Mann und Frau machbar, dass man das selber installieren kann. Das Coole ist, diese Wandplatten, die gibt es auch in unterschiedlichen Höhen, denn wir haben hier für die Garderobe eine höhere Platte gewählt,
Und dann ist auch dieses Abschlussbrett ein bisschen breiter, der Sims ein bisschen breiter, dass das Ganze einfach besser wirkt. Und wir haben da noch so ein paar gusseiserne Haken angebracht und in der Mitte, um das Ganze nochmal optisch ein bisschen zu brechen, nochmal so ein Querbrett. Jetzt habe ich an euch noch eine Frage, da könnt ihr mir bei meiner Entscheidung helfen. Ich habe hier noch so ein paar kleine Haken eingekauft und bin am Überlegen, ob ich mir hier auf dieser Leiste noch so ein paar kleine Haken anbringe. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Findet ihr das praktisch, dass man vielleicht unten noch Taschen oder Schal oder wenn mal Kinder zu Besuch kommen, einfach im unteren Bereich Haken anbringt oder ob ihr das weglassen würdet. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ob es schwierig ist, anschließend diese Steckdosen wieder auf dem Beadboard zu installieren. Das ist es aber gar nicht. Man kann einfach so dieses Innenleben der Steckdose ein bisschen nach vorne setzen und dann diese Abschlussblende wieder von außen aufs Beadboard draufsetzen. Ich habe dann zum Abschluss, wenn alles gut fest ist, der Kleber getrocknet ist, dieses Beadboard einmal mit Farbe überstrichen, und zwar habe ich genau die Farbe gewählt von unseren Türen. Das sind auch die alten Türen, die haben wir im Haus belassen und haben die wieder gestrichen. Und damit es eine schöne, einheitliche Geschichte wird, habe ich das in einem Farbton gestrichen. Ich finde unseren Flur jetzt richtig klasse und bin total begeistert davon, was wir aus diesem kleinen dunklen Durchgangsraum gemacht haben. Durch dieses helle Weiß ist das Ganze jetzt kaum wieder zu erkennen, und auch wenn es nicht ganz wie im Hotel ist, ich finde, diese Umgestaltung hat sich gelohnt und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern oder vielleicht auch inspirieren, dass man mit ein bisschen Farbe oder auch vielleicht ein bisschen handwerklichem Geschick doch viel aus manchen Ecken im Haus rausholen kann. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr diese Umgestaltung und dieses Endergebnis findet. Wenn ihr möchtet, dürft ihr mir gerne auch Bilder von euren Fluren schicken. Freue mich natürlich riesig drüber. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Video und sage für heute Ciao. Hier links geht es wie immer zu zwei anderen tollen DIY-Ideen, passend zur Jahreszeit. Hier unten dürft ihr mich noch kostenlos abonnieren und denkt an das, was ich euch am Anfang gesagt habe zum Thema Glocke. Und gerne dürft ihr mich auch noch auf Instagram, Facebook oder Pinterest besuchen.